Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Ja, mein letztes Video ist ja tatsächlich schon fast eine Woche her. Und ja, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist, glaube ich, fast so ziemlich die größte oder längste Zeit, dass kein Video bei mir irgendwie kam. Ich glaube, so auf jeden Fall so ungefähr. Sorry dafür, sorry, ich hätte durchaus mal was sagen können, habe ich jetzt aber auch irgendwie verpeilt, ne? Das hatte nämlich, ja, ein, zwei ganz einfache Gründe. Das erste Mal war natürlich noch die ganze Zeit EM, zumindest letzte Woche und das Wochenende jetzt noch, und war ich unterwegs. Und der andere Grund ist das gerade, für alle, die von euch vielleicht auch studieren, weiß ich nicht, wie viele das sind, gerade ist auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich in fast ganz Deutschland, die Klausurenphase. Und das bedeutet natürlich, dass auch bei mir morgen die letzte Klausur ansteht. Deswegen weiß ich gar nicht, wieso ich heute das Video mache und nicht morgen. Aber naja, man muss sich immer ein bisschen ablenken, ne? Und ja, wie gesagt, morgen also meine letzte Klausur. Das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass ich danach, ja, 2 Monate Semesterferien habe, wo ich natürlich auch was zu tun habe. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Freizeit trotzdem haben werde. Das heißt, dann auch wieder ab, ja, theoretisch am Morgen, sagen wir einfach ab nächste Woche. Einfach, es wird jetzt wieder ganz normal Videos geben. Keine Angst, dass jetzt hier gar nichts mehr kommt oder so, ne? Nein, nein, es hatte jetzt nur damit zu tun, dass halt EM war und dass, ja, jetzt noch die Klausurenwoche ansteht. Ansonsten, ja, danach habe ich eigentlich Zeit und das heißt natürlich auch eigentlich kommen dann wieder Videos. Und von daher nochmal sorry und ja, danke für euer Verständnis und so, ne? Ja, wir spielen hier mittlerweile schon 60 Minuten lang in diesem Champions Cup Spiel gegen PAOK Saloniki, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind 1-0 in Führung gegangen. Nach wunderbarer Vorarbeit von Dahoud trifft Simon. Und diesmal Coman auf Dahoud und 2-0. Und Dahoud war auch tatsächlich der überragende Spieler in diesem Spiel. Ja, ich weiß auch nicht, wie er plötzlich so eine Leistung ausgepackt hat. Immer wenn ich vorher mit dem gespielt habe, war es jetzt nicht so geil. Und jetzt auf einmal packt er dann hier so ein Tor plus Assist aus und sichert uns hier quasi schon fast den Sieg. 2-0, immerhin in der 8. gleich 80. Minute irgendwann nochmal die Chance, aber auch der Schuss geht knapp drüber. Und ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Aktion, noch einmal 90. Minute, nochmal Weigel hier am Ball und der schickt dann gleich nach Fass auf Command, kommt der Ball zu Paslak und der ist völlig frei und schafft es nicht, das dritte Tor zu machen. Naja, es soll uns egal sein. Also am Ende ein 2-0, Simon und Dahoud treffen. Und ja, Dahoud auch der Man of the Match, das war unschwer vorher schon zu erahnen. Und von daher, ja, sieht es jetzt auch wieder, während, ja, Kempf 6 Wochen ausfällt, ist jetzt kein, ja, nicht ganz so schlimm. Aber in den im Champions Cup sieht es auch wieder besser aus, nach dem Unentschieden im ersten Spiel jetzt der Sieg, also 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen, das lässt sich natürlich sehr gut ansehen. Dazu nochmal ein kurzer Mannschaftsbericht hier. Ja, wir sehen, dass vor allem unsere Stamm-Defensivkräfte sich ganz gut entwickeln. Offensiv zurzeit nicht ganz so genial, aber ja, dafür ist ja noch Zeit. So, dann geht's in die nächste Partie zu Hause gegen Hamburg und wir haben ein neues Simuliermonster und das heißt Eckstrand Hamren, unserer Ibra Regen. 4-0 gewinnen wir, Dreierpack von Eckstrand und einen, glaube ich, von Santimina oder so, ich habe es jetzt nicht gesehen. Dann möchte unser Kapitän mehr Geld haben und als Kapitän und mit dem zurzeitigen Geld, was er kriegt, hat er sich das natürlich auch verdient, aber dann möchte er noch mehr Geld haben und ja, er hat halt den Kapitänsbonus, ne? Deswegen geht das schon in Ordnung, außerdem schießt er halt die genialen Freistöße. So, also nochmal ein verbessertes Angebot für Ayhan und dann geht's weiter, wir gewinnen 2-1 in Kaiserslautern, Doppelpack Santimina diesmal, auch der, wie gesagt, sobald wir simulieren, immer richtig, richtig gut drauf und kann Ayhan kommt natürlich jetzt und sagt, ach, der neue Vertrag sieht ja plötzlich doch ganz gut aus. Den Nehmer. Also, nächste Partie, Champions Cup gegen Valencia zu Hause und wir gewinnen 2-1. Knappe Nummer. Luperini und Mats Melodie treffen. Luperini ist einer von diesen Youngsters, die ich mir vor der Saison ausgeliehen habe mit Kaufoption. Also, wenn ihr den jetzt noch nicht wirklich kennt, ja, ist das nicht sehr überraschend. Aber ich glaube, ich kann euch versprechen, dass der junge Mann doch noch auf sich aufmerksam machen könnte. Denn zumindest in der Partie gehe ich Champions Cup gespielt habe, hat er auch von Anfang an gespielt, hat er mir auch sehr gut gefallen.
So, nächste Partie. Wir hatten hier so eine kleine Simulationsphase. 4 zu 1. Wieder unter anderem Santi Mina als Torschütze eingetragen. Also, ja, habe ich vielleicht vorher, wo ich gesagt habe, Eckstrand ist unser neues Simulationsmonster, ein bisschen falsch gelegen. Eigentlich ist es ja Santi Mina, ne? Obwohl, ja, ist auf jeden Fall ganz nett, dass wir tatsächlich die letzten Simulationen alle so souverän gewonnen haben, bis auf jetzt die Partie gegen Valencia und Lautern. Aber ist doch egal. 2-1 Sieg ist 2-1 Sieg. Das sind 3 Punkte und mehr brauchen wir zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall mal überhaupt nicht. Also geht es in die nächste Partie und das war. Ja, von der Wichtigkeit vielleicht die bisher, also ja, wahrscheinlich die wichtigste Partie in dieser Episode. Zwar sind die Champions Cup Partien natürlich auch sehr wichtig gewesen, aber ein DFB-Pokalspiel ist immer, immer wichtig. Gegen Nürnberg, erste Aktion von Beginn an. Vilalba auf, na klar, Eckstrand 1 zu 0. 2 Minuten gespielt. Das war natürlich schon ein Angriff, ja, der war quasi wie perfekt einstudiert. Nicht das schönste aller Tore, aber es soll mir egal sein. Die frühe Führung. Dann Weigel mit dem Ballgewinn. Eckstrand, Sana, Stendera auf Weigel. Weigel raus auf Mats Müller-Deli. Und dann kommt Stendera reingesprintet. Und Stendera 7 Minuten gespielt. Und es steht 2 zu 0 im DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg. Und ja, es sah natürlich jetzt schon sehr, sehr gut aus. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das war mein zweiter Schuss aufs Tor, zweites Tor. Ich wollte natürlich irgendwie nicht so unbedingt 10-0 gewinnen. Das würde ein bisschen komisch aussehen. Aber ja, danach schlief es ein bisschen mehr ein. Extra nochmal auf Weigel. Aber der kriegt den Ball nicht im Tor unter. Ja, so geht's die zweite Halbzeit. Und dann war ich doch ein bisschen. Ja, geht nämlich so los. Flanke kommt irgendwie, kommt keiner meiner Verteidiger dahin und Marc Uth trifft zum 2 zu 1. Also geht die zweite Halbzeit quasi genauso los wie die erste, nur in die andere Richtung. Erste Aktion in die Mitte und das Ding ist drin. Ja, nicht ganz so, wie ich mir das jetzt doch gewünscht hatte. Aber ja, wir hatten immer noch das 2 zu 1. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft. Stendera gegen Rakowski. Aber es blieb beim 2 zu 1. Nachfolgende Ecke kommt dann über Umwege zurück zu Stendera und der mit einer Flanke, die es auch in sich hat, denn der geht auf die Latte, der kann natürlich auch mal ganz gefährlich werden, war auch so gefährlich. 80. Minute. Wir drängten jetzt hier auf die endgültige Entscheidung. Julian Weigel auf Moses Simon und Simon an den Pfosten. Ja, langsam wurde es ein bisschen bitter, dass wir tatsächlich nur 2 zu 1 führten, aber die Partie war ja sowieso fast vorbei. Also, letzte Aktion nochmal. Ut Petrak und dann, was ist das denn bitte für ein Pass? Also, ich mache mir wirklich schon lange Gedanken, seit ich dieses Tor kassiert habe. Mit welcher Tastenkombination möchte EA mir diesen Pass bitte rechtfertigen? Ja, über den Spann gleiten lassen und plötzlich 90. Minute 2 zu 2. Es ging in die Verlängerung. Völlig unnötig. Wird nach 7 Minuten 2-0 geführt und am Ende, ja, müssen wir in die Verlängerung. Die geht dann so los, dass wir den Ball nicht aus der eigenen Hälfte und nicht aus der eigenen Defensive bekommen. Dann landet der Ball bei Füllkrug. Und plötzlich führt Nürnberg hier 3 zu 2 in der Verlängerung. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Volle Offensive natürlich, aber das ist gegen Legende einfach nicht so einfach, dann überhaupt an den Ball zu kommen. Die halten den einfach die ganze Zeit. Rakowski wieder gegen Stendera. Und jetzt wurde das Ganze natürlich schon bitter. Also wenn ich das verloren werden hätte, wäre. Ja, hätte ich natürlich schon ganz schön Hals, aber dabei kommt nochmal zu Stendera und die Flanke ist stark und Simon steht da, wo ein Stürmer stehen muss und nickt ihn irgendwie gegen Rakowski und rein. Der ganz, ganz, ganz wichtige Ausgleich. 3 zu 3. Wie gesagt, 2-0 geführt, total dominant. Nürnberg mit 3 Schüssen aufs Tor und 3 Toren. Ja, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Also 11 Meterschießen. Das Ganze ist ein bisschen schneller gemacht, sonst würde es ja total langweilig werden, ne? Also, erster Schütze für uns, Kingsley Coman und Latte. Ja, geht natürlich sensationell los. Marc Uth und Radlinger macht das Ganze wieder weg. 1 zu 1. Luperini trifft 2 zu 1. FWF. Und der trifft auch nicht. Nur Latte, also sensationeller Start für die Nürnberger hier. Und dann trifft bei uns der nächste und bei Nürnberg jetzt Niklas Füllkrug und der trifft. Also doch noch alles offen. 2 zu 1. Stendera und Stendera trifft. 3 zu 1. Das heißt, der musste hier jetzt schon treffen, damit sie überhaupt noch im Rennen waren, der gute alte.
Keine Ahnung. Es ist auch total egal, denn Samuel Radlinger kann parieren. Das heißt, von den ersten vier Schüssen trifft Nürnberg tatsächlich nur einen einzigen. Ich musste gar nicht mehr zum fünften antreten. Und damit ziehen wir mit einem deutlich, deutlich größeren Kampf als gewünscht und überhaupt eingenommen nach 7 gespielten Minuten. Mit einem 3:3 und einem Sieg im Elfmeterschießen und einem 3:1 im Elfmeterschießen. Auch ein sehr interessantes Elfmeterschießen-Ergebnis. Ja, ziehen wir also in die nächste Runde des Pokals ein. Und ja, das war natürlich jetzt doch sehr anstrengend. So, dass wir in der nächsten Partie ja nur 2:1 gewinnen. Und wer hat's gedacht? Wieder trifft Santimina. Also der ist tatsächlich, ja, doch noch das größere Simulationsmonster, als das, was ich am Anfang gesagt habe. So, dann wird noch der Vertrag verlängert von Antonio Sanabria. Und dann sind wir am Ende angelangt. Wir sind schon 10 Punkte vor Leverkusen. Also in der Liga sieht es jetzt schon sensationell aus, muss ich es leider zugeben. Nicht leider und sehr gerne zugeben. Aber ja, ob das so bleibt oder nicht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen. Bis dahin, Leute. Tschüss.